Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und in den nächsten Videos hier auf dem Kanal als auch auf dem Jens Raabe Kanal geht es darum, was habe ich 2018 gelernt. 2018 war ja für mich kein ganz einfaches Jahr, gerade was den Optionshandel betrifft. Und jetzt könnte man sagen, okay, schlechtes Jahr, ist einfach nicht gut gelaufen, komm, schwamm drüber und hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr besser wird. Aber ihr wisst, Hoffnung, ne, das ist eine schöne Sache, aber aus Hoffnung allein wird nichts, sondern man muss natürlich einfach mal analysieren, wie war das Jahr 2018, was habe ich falsch gemacht und was habe ich daraus gelernt. Und deswegen will ich euch also diese Woche in insgesamt 4 Videos, also hier auf dem Kanal, auf dem Jens Raabe Kanal, so ein bisschen meine, wie heißt es so schön neudeutsch, Learnings aus 2018 mitgeben. Und heute hier in diesem Video geht es mal um die aus meiner Sicht wichtigste Sache, die ich in diesem Jahr wieder lernen durfte oder erneut lernen durfte im Optionshandel. Und was das genau ist, jetzt. Ja, also was die erste Sache, die vielleicht auch für mich die wichtigste ist, die ich in diesem Jahr gelernt habe. Ich habe sie eigentlich nicht neu gelernt. Es ist eigentlich etwas, was ich schon seit Jahren weiß, was mir ganz zu Beginn meiner Börsenlaufbahn der Markt schon einmal gelehrt hat, was ich durch viele, viele Erlebnisse von anderen Händlern immer wieder bestätigt bekomme, was ich selbst meinen Coaches, meinen Schülern hier beibringe. Und dieses Jahr ist es aber nochmal auch für mich ganz speziell deutlich geworden. Also es war sozusagen ein, im Englischen würde man sagen, ein Relearning, also ein Wiederholen, ein nochmaliges Lernen. Und was ist das? Ganz klar, Positionsgröße ist das Wichtigste, was es gibt. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, Money Management, was letztendlich Risikomoney Management, das ist nichts anderes als Positionsgrößenmanagement, ist nicht das Allerwichtigste. Und ja, das stimmt. Das Allerwichtigste ist natürlich, du hast ein positives oder ein System mit einem positiven Erwartungswert. Ne? Es gibt dieses Beispiel, was ich auch schon oft erklärt habe, wenn du Lotto spielst, dann macht es eigentlich nur der Unterschied bei deiner Positionsgröße, also setze ich jeden Sonntag 5 Euro ein oder 50 Euro oder 500 Euro. Der einzige Unterschied, den das am Ende macht, ist, wie lange dauert es, bis du pleite bist. Mal abgesehen von den möglichen Glückstreffern, die du hier haben kannst, ist natürlich Lotto spielen ein System mit einem negativen Erwartungswert. Und aus dem Grunde werde ich über kurz oder lang, bis auf die Ausnahmen, auf die ganz, ganz seltenen statistischen Ausnahmen mit diesem System pleite gehen. Egal, ob ich nun 5 Euro einsetze oder 500, aber es dauert eben unterschiedlich lange. So, das heißt, positiver Erwartungswert. Jetzt ist natürlich aber Folgendes. Gerade wenn du im Optionshandel ein Anfänger bist, kannst du gar nicht sagen, ob das, was du da tust, einen positiven Erwartungswert hat. Also ich habe ja einen Vorteil vielen der Zuschauer hier gegenüber, denn ich mache das jetzt mittlerweile schon so lang, dass ich weiß, dass das, was wir tun, also der Verkauf von Puts auf Aktien, der Verkauf von Strangles auf Future-Optionen, Cash-Secured Puts, Covered Calls und so weiter und so fort, das hat einen positiven Erwartungswert. Ich weiß, dass das funktioniert und woher weiß ich das? Nicht aus Büchern, nicht weil mir jemand anders das gesagt hat, sondern ich muss nur meine Trade-Historie der letzten 10, 11 Jahre anschauen. So, und über die ganze Zeit betrachtet, weiß ich, dass es eine positive Sache ist. Nichtsdestotrotz, dieses Jahr hat es nicht für mich so funktioniert, wie es funktionieren sollte, wegen verschiedenster Dinge, kommen wir gleich noch drauf. Aber als Einsteiger weißt du das ja nicht. Ich kann dir natürlich sagen, jawohl, das funktioniert, natürlich hat das einen positiven Erwartungswert, aber letztendlich, du vertraust mir vielleicht, aber du weißt es nicht. Also du wirst immer im Hinterkopf irgendwas haben, ah, stimmt denn das, was er da erzählt? So. Und wie findest du das jetzt heraus? Natürlich findest du es nur heraus, indem du selber im Markt aktiv wirst. Indem du selber im Markt aktiv wirst. Du kannst nicht jetzt 5 Jahre lang Paper Trading machen, um das zu überprüfen, sondern du musst rein in den Markt, du musst selber handeln. So, und jetzt ist einfach der Punkt, dass man sagt, okay, wie schaffst du es aber überhaupt an den Punkt zu kommen, um zu sagen, es hat einen positiven oder es hat einen negativen Erwartungswert? Machen wir folgendes Beispiel. Du hast
ein Konto, das ist 1.000 Euro groß. Oder nee, wir machen ein bisschen größer. Das muss 10.000 Euro groß sein, okay? Und jetzt sagst du dir, okay, ich habe hier ein System und jetzt setze ich pro Trade 5.000 Euro ein. Du setzt 5.000 Euro ein pro Trade, zwei Trades hintereinander scheitern, dein Konto ist platt. Du hattest gar nicht die Chance zu überprüfen, ob dieses System gut oder schlecht, positiv oder negativ Erwartungswert ist. Du bist einfach aufgrund deiner Positionsgröße an die Wand gefahren. Das heißt, du musst auch, um herauszufinden, ob etwas für dich funktioniert oder nicht, mit kleinen Positionen im Markt sein. So, wie war es jetzt bei mir? Ich habe in verschiedensten Bereichen im Optionshandel in diesem Jahr Fehler gemacht. Punkt. Ne? Habe ich schon verschiedentlich darüber berichtet, wieso, weshalb, warum. Ich habe das auch für uns intern ausgewertet. Ganz klar, der Markt war aus unserer Sicht ja nicht ganz einfach. Wir haben verschiedenste Fehler gemacht. Aber, und das ist jetzt das große Learning für mich wieder. Der Punkt ist, dass ich immer noch hier sitze und dass ich weiterhandeln kann und dass mich dieses Jahr mir zwar eine negative Performance in meinen rein optionsgehandelten Konten beschert hat, dass ich aber weiter in meinem Handel bleiben kann, dass ich weiter handeln kann und dass ich also nächstes Jahr wieder die Kurve in einen positiven Handel reinbringen kann. Und warum ist das so entscheidend? Ihr alle habt das in den letzten Wochen mitbekommen. Ich muss sie einfach jetzt nochmal als Beispiel nehmen, auch wenn es bitter ist. Aber die Jungs von optionseller.com. Ihr wisst alle, die ihr das Ganze hier verfolgt, dass diese Firma bzw. die Kunden dieser Firma und letztendlich die Firma ja auch, dass die aufgrund ihrer Positionsgröße in einem oder in zwei Märkten, die sie da gehandelt haben, pleite gegangen sind. Und zwar komplett pleite. Ne? Also nicht nur einen großen Drawdown, wo man sagt, okay, da kann man sich, dauert lange, um da wieder rauszukommen. Nein, die haben das Ding richtig an die Wand gefahren, Geld weg, teilweise Nachschüsse. Und das wird die noch ein paar Jahre lang beschäftigen. Wer weiß, was da auch noch haftungsrechtlich auf die zukommt. So, und was war deren Fehler? Und da wird ja immer viel analysiert und wird gesagt, okay, ja, man darf da nicht in einen Wettermonat, man kann doch nicht in einen Wettermonat hinein irgendwie short gehen, in Calls oder so Dinge. Ne? Aber letztendlich, das sind alles Sachen, die eigentlich gar keine Rolle spielen. Das sind individuelle Fehler und die wird jeder mal machen. Da ist niemand davor gefeit. Wer sich mal mit Veteranen unterhält, die lange in einem Bereich tätig sind, egal ob es jetzt Börsenhandel ist oder irgendwas anderes, da wird jeder dir bestätigen, Fehler gehören dazu. Und jeder, der sagt, so quasi nach dem Motto, für mich gibt es keine Fehler, ich bin fehlerfrei, ne? Der steht an der Klippe zum Absturz und ist sich dessen noch gar nicht bewusst. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Ich weiß, dass ich Fehler machen werde, aber einen Fehler habe ich definitiv nicht gemacht und das waren falsche Positionsgrößen. Und das ist mir dieses Jahr wieder so enorm bewusst geworden. Und auch die Jungs von Optionseller hätten heute vielleicht eine Situation, wo sie zu ihren Kunden sagen müssen, hey, wir haben dieses Jahr 20% oder 30% verloren. Und ich weiß, wie es ist, wenn man Kunden gegenüber reporten muss und auch der Umwelt, die dann gar nichts damit zu tun hat, die dann mit Fingern auf dich zeigen und so weiter. Aber letztendlich, du bist noch da, du bist am Leben, du darfst weitermachen. Und wenn du allerdings diesen einen Punkt, und deswegen ist es der entscheidende Punkt, wenn du diesen einen Punkt eben verletzt, nämlich die Wahl der richtigen Positionsgröße, dann bist du quasi am Ende, dann ist es vorbei. In jedem Bereich, der mit Börse, der mit Wirtschaft, der mit irgendetwas zu tun hat. Du darfst immer Fehler machen, aber deine Fehler dürfen eben niemals solche Auswirkungen haben, dass alles an diesem einen einzigen Fehler, den du da vielleicht machst, hinten runterfällt. Und deswegen ist das für mich aus dem Handel heraus die allerwichtigste Erkenntnis. Ich kann an den Fehlern arbeiten, ich werde an den Fehlern arbeiten und das ist vollkommen okay. Und das macht ja auch Spaß und das macht ja auch Sinn, weil nur wer Fehler macht, hat ja einen Lernfortschritt. Jemand, der keine Fehler macht oder glaubt, keine Fehler zu machen, der lernt auch nichts. Und das ist so ziemlich das Dümmste, was einem passieren kann, wenn man sagt, ich bin ja vollkommen fehlerfrei, mir passiert das nichts, ganz easy alles. Ne? Ist auch so ein gewisses Maß an
Überheblichkeit, was dann kommt. Und deswegen ist auch mal ganz gut, dass man immer mal wieder vom Markt auf den Boden der Realität geholt wird. So. Und deswegen, wenn ich eines auch jedem Neueinsteiger empfehlen darf, der jetzt das erste Mal dabei war, der jetzt vielleicht gerade anfängt, der irgendwie was bei sich Online-Lehrgang Optionshandel für kleine Konten gemacht hat, der bei uns ja aufs Seminar kommt oder sonst irgendetwas. Das Wichtigste muss einfach sein, erlaub dir jeden Fehler, mach jeden Fehler, den du dir vorstellen kannst. Bis auf eine Ausnahme oder beziehungsweise unter einer Bedingung. Mach diesen Fehler nur so, dass er dich nicht dein Konto kostet. Das ist wirklich der allerwichtigste Punkt. Ja? Und gerade wenn ihr das Option Sellers ist jetzt wieder so ein extremes Beispiel. Ihr wisst, die hat es alle bei Erdgas aus dem Rennen genommen. Und schaut euch die Erdgas-Futures an. Die hat es fast auf den Tag genau, wahrscheinlich auf die Stunde genau, am allerhöchsten Punkt hat es die aus dem Rennen genommen. Hätten die also andere Positionsgrößen gehabt, hätten die schmerzhafte Drawdowns gehabt, das wäre nicht schön gewesen. Aber mittlerweile sieht das alles schon wieder viel, viel besser aus. Die würden leben. Die würden sagen können zu unseren Kunden, hey, sorry, wir haben einen Fehler gemacht, aber es geht weiter. Ne? Jetzt können die nichts mehr sagen, wir haben einen Fehler gemacht, sondern muss man ja sagen, ihr wart blöd. So hart, wie es klingt. Und deswegen mein Learning Nummer 1 aus 2018, Positionsgröße. Und viele zitieren ja immer gern Altmeister Warren Buffett, der ja wohl gesagt hat, Regel Nummer 1, verliere kein Geld. Regel Nummer 2, vergiss nie Regel Nummer 1. Und natürlich ist das Quatsch zu sagen, verliere niemals Geld. Das geht nicht. Ne? Also man kann immer Geld verlieren, man wird immer Geld verlieren und man sollte diesen Satz nicht oder diese Aussage, dieses Zitat, was von ihm stammt, natürlich auch nicht sprichwörtlich nehmen, sondern es zeigt einfach nur, man muss eben konsequent in seiner Positionsgröße sein, sodass man diese Fehler, dass wenn man Geld verliert, dass es nicht so viel wird, dass man hinterher keine Chance hat, das Ganze wieder rauszuholen. Ne? Das ist so die Quintessenz. Ich habe noch ein Learning aus diesem Jahr. Und das gibt es allerdings erst beim nächsten Video. Und bis dahin bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir also mal eure Kommentare hier rein. Was war für euch das wichtigste Lernen in diesem Jahr? Ne? Was war für euch das wichtigste Lernerlebnis in diesem Jahr? Machen wir es ruhig mal in Betreff auf Optionshandel. Wir werden noch in dem anderen Kanal noch ein paar Sachen machen, auch was so persönliche Dinge sind. Auch da habe ich dieses Jahr ganz viel lernen dürfen. Und schreibt mir aber erstmal rein, was war euer größtes Learning in diesem Jahr im Bereich Optionshandel. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke fürs Abonnieren dieses Kanals. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, ne, damit ihr immer informiert werdet, wenn hier ein neues Video kommt. Wir machen jetzt diese Woche noch bis kurz vor Weihnachten, kommen noch Videos, also bis zum 23. Dann machen wir ein bisschen Pause und dann geht's im neuen Jahr wieder richtig los. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.